Ich installiere heute meine VisionFence-Kamera und wer meinem Kanal schon etwas länger folgt, der weiß, ich habe hier das Modell 1500E und fahre die ganze Zeit schon mit diesem Ultraschallsensor. Ich habe da schon den ein oder anderen Test gemacht und muss dazu sagen, das in Verbindung mit der Satellitennavigation funktioniert richtig gut, auch als Unterstützung unten diese Stoßsensorleiste. Allerdings kommt diese Ultraschallsensorleiste so ein bisschen an ihre Grenzen, wenn es um flache Gegenstände auf dem Boden geht, zum Beispiel eine Picknickdecke. Und da kommt hier dieser VisionFence-Sensor, kommt hier richtig gut zum Einsatz und das möchte ich heute ausprobieren. Es gibt den ja tatsächlich mit im Lieferumfang und zwar bei dem Modell 3000 und bei allen anderen kann man sich das optional dazu bestellen. Das ist hier dieser Sensor. Ich halte den euch mal ganz kurz in die Kamera. So sieht der aus, wenn er noch nicht angebaut ist. Unten haben wir das Kabel, das kenne ich auch schon von der Sensorleiste. Da habe ich auch ein Video gemacht, wie man die anbringt. Das dürfte kaum großen Unterschied sein. Wir haben hier jetzt noch eine Abdeckplatte mit dabei, weil wir ja die Schrauben, diese Inbusschrauben festmachen und müssen die dann verdecken. Die sind hier bei der Sensorleiste, bei der Ultraschallsensorleiste sind die offen. Und wir haben hier wie gewohnt diese zwei Schrauben, einen Inbus, den haben wir ja schon bei der Sensorleiste dabei gehabt und eine Schnellstartanleitung bzw. eine Installationsanleitung. Was man hier auch wieder beachten muss, einfach den Navimo aus der Ladestation raus und dann habt ihr natürlich wieder eure obligatorischen blauen LEDs, die den Empfang angeben zu den Satelliten und jetzt müsst ihr einfach nur den Navimo ausschalten. Das heißt, ihr drückt hier diese OK-Taste und müsst abwarten. Bei mir muss ich hin und wieder nochmal den Code bestätigen, wenn ich ihn aus der Station manuell rausgeschoben habe. So, und jetzt haben wir den Navimo ausgeschalten. Das heißt, das müsst ihr machen, weil ihr trennt ja hier vorne tatsächlich ein Kabel. Und wenn ihr das nicht macht, kann es dann auch zu Problemen führen. Der Inbus von der Sensorleiste ist dem Inbus von der VisionFence her gleich. Also das gibt überhaupt keine Probleme. Da könnt ihr den neuen oder den alten benutzen. Das Einzige, was hier der Unterschied ist, sind die Schrauben und zwar die Länge. Ihr seht das hier links von der VisionFence. Die Schraube ist länger. Tatsächlich ist ja auch der Körper größer. Und ja, diese Sensorleiste, die packt ihr euch dann idealerweise wieder in die Originalverpackung, wenn ihr das aufhebt. Ihr könntet das zur Not dann auch wieder montieren, wenn euch die VisionFence nicht gefällt oder wenn es da hingehend Probleme gibt. Ihr seht jetzt auch hier gleich, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, rote Anzeige, weil der Navimo aus ist. Das sind so diese LEDs. Dann haben wir hier unten einfach den Stecker. Ihr könnt euch jetzt hier entweder draufdrücken mit dem Finger. Was ich mir immer so nehme, ist so ein kleiner Schraubendreher. Da geht es ein bisschen einfacher. Da drückt ihr hier drauf und das sollte dann rausrutschen. Hier haben wir jetzt so ein bisschen Rostansatz, das ist so Flugrost, das wundert mich, aber sehr wahrscheinlich ist das hier von der Innenseite noch ein bisschen ein Abrieb. Also da haben wir so einen leichten Flugrost, da bin ich mal gespannt, wie sich das mit der VisionFence verhält. Ja, und dann habt ihr einfach nur euer Stecker hier auf der anderen Seite wieder. Und ihr könnt auch sehen, dass wir hier oben wieder denselben Punkt haben, wo wir einrasten müssen. Das Kabel ist ein bisschen kurz gehalten. Das hätte tatsächlich ein Stückchen länger sein können. Ihr müsst da von unten mit dem Finger gegenhalten und dann einfach nur auch schauen, in welche Richtung die Kamera zeigt. Das ist so rum logischerweise nicht. Ihr seht auch hier die Aussparung von dem Turm. Und ja, dann einfach hier unten rein. Und dann dürfte das auch sozusagen nicht groß ausgemittelt werden. Jetzt verrutscht er mir ein bisschen. So, dass wir gleich auf den Löchern sind, wo das reingeht. Ne, da war ich ein bisschen zu weit drüben. Ich dachte, das geht leichter in die Führung. Wir schauen mal. Aber so müsste das jetzt sitzen. Am besten, ihr nehmt euch die großen Schrauben, macht die hier rein und schaut, dass ihr dann teilweise erstmal leicht andreht mit den mitgelieferten Inbus. Wenn ihr natürlich den Navimo in der großen Version bestellt, ist das schon drauf. Das müsste eigentlich schon drauf sein, beziehungsweise ich kann euch das nicht 100% sagen, ob das in der Verpackung mit dabei ist und ob ihr das nachträglich festmachen müsst oder ob das schon vormontiert ist. Das weiß ich nicht. So, jetzt gucken wir mal. Hier drüben ist er noch nicht drin. Und dann müsst ihr natürlich auch unten aufpassen, dass ihr euch nicht das Kabel verklemmt. Das ist auch eine wichtige Sache, sonst habt ihr Probleme in der Verbindung. Aber ich glaube, nee, wir sitzen immer noch nicht. Ja,
Ja, ich weiß, wo das Problem lag. Und zwar, ihr müsst diesen Stecker hier in diese Aussparung richtig reinklipsen und da ist so eine kleine Kabelführung. Erst dann, seht ihr das, geht dieses Kabel hier runter und dann stört das auch nicht mehr. Und jetzt müsstet ihr das hier direkt auf die Schrauben draufsetzen können und es müsste dann auch dementsprechend sitzen. So, jetzt müssen wir nochmal probieren. So, wir haben die Schrauben festgemacht und jetzt kommt natürlich noch zum Schluss die Blende. Und so kann man das ja nicht lassen. Und hier ist jetzt auch wieder die Frage, wie rum. Ihr seht das, ihr habt hier diese zwei Löcher und habt hier einfach diese Clips zum Einklipsen. Und jetzt war's das. Ihr habt dann vorne noch diese Klebefolie dran. Die hätte ich optimalerweise schon abgezogen, als ich das noch richtig gut gesehen habe. Aber hier haben wir so ein, na komm her, ein gelbes Schnubbelchen und jetzt habt ihr das ab. So, jetzt ist der mechanische Teil gemacht und jetzt müssen wir unseren Segway Navimo wieder zurück in die Ladestation reinschieben. Und jetzt gehen wir in die App und da gucken wir mal zusammen drauf, was hier noch notwendig ist. Denn diese Vision Fans hat ja ein integriertes WLAN, worüber die Updates auch gemacht werden. Mein Navimo in der 2022er Version hat noch kein WLAN an Bord, also nur 4G und logischerweise dann die Bluetooth-Verbindung. So, wir sehen jetzt hier in der App, dass gleich ein Kamerasymbol vorhanden ist mit einem Ausrufezeichen. Tatsächlich haben wir jetzt 100% Ladung. Ihr seht auch meinen Bereich, den ich eingezeichnet hatte. Man kann jetzt hier oben drauf drücken und kann sehr wahrscheinlich, der Vision Fans Sensor ist an, kann hier nochmal in die Steuerung reingehen. Aber die Netzwerkkonfiguration ist getrennt. Ja. Rasenmähen bei Nacht, die Funktion haben wir jetzt auch, wenn deaktiviert mit der Navimo nur am Tag, das lasse ich auch so. Ich möchte den nachts nicht mähen lassen. Und wir sehen jetzt gleich hier auf der Oberfläche durch dieses Ausrufezeichen. Ja, Vision Fans ist jetzt offline und verwendet möglicherweise nicht die neueste Version. Was steht noch? Bitte verbinden Sie für die Aktualisierung auf die neueste Version mit WLAN. Das müsst ihr natürlich machen, wenn ihr das erste Mal gemacht habt. Wir gehen jetzt ganz kurz drauf. Netzwerkkonfiguration. Ja, und jetzt müsst ihr einfach nur euer Netzwerk auswählen, 2,4 GHz und das Passwort eingeben. Und das mache ich sofort. Das WLAN steht und das Passwort ist eingegeben. Jetzt gehen wir auf Verbinden, mit dem Netzwerk verbinden und den Mäher aktivieren. Das ist, denke ich mal, so ein Schritt, der unheimlich schnell vonstatten geht. Das war ja bei dem Navimo an sich, bei der Programmierung, auch nicht das Problem. Falsches Passwort. So, jetzt muss ich nochmal überprüfen. Das sind natürlich die manuellen Fehler. Meistens ist es ja so, wenn der nicht richtig funktioniert, dass ihr einen Anwendungsfehler gemacht habt. Da musste ich auch erstmal mit zurechtkommen. Und das muss man sich dann hin und wieder eingestehen. Zum Beispiel, wenn man Satellitenprobleme hat, kann man mit der EFLS-Antenne kann man hier einiges wieder gut machen, wenn man die zum Beispiel hochhängt über dieses Extension-Kit. So, wir probieren es nochmal. Ich hatte einen Zahlendreher und wir gehen nochmal auf Verbinden und schauen jetzt, wie es jetzt aussieht, ob denn sich mein Vision Fans mit dem Heimnetzwerk verbindet und hier die ersten Updates macht. Erfolgreich verbunden. So, wir sehen jetzt unten T-Mobile, das ist verbunden. Wir haben hier gleich die PN-Nummer. Vision Fans ist aktiv und tatsächlich, ja, wird das angezeigt. Ja, wir können jetzt hier gar nichts machen. Wenn wir neben dem Schloss draufklicken, passiert gar nichts. Ihr habt faktisch gesehen, nur der Vision Fenster Sensor ist an. Den Blade Halt Sensor hatte ich mal vorübergehend deaktiviert, weil ich neu eingepflegt habe. Den kann ich natürlich auch wieder einschalten. Und das war es sozusagen. Soundeffekte, Lichteinstellung, Regensensor an. Schnitthöhe ist 30 mm und ich würde sagen, mit leichtem Tau früh am Morgen können wir den ersten Start wagen. Und wir gehen auf jetzt mähen und schauen, was der Kollege macht, was passiert. Er fährt raus. Jetzt musste ich die Kamera erstmal wieder mit Stabilisierung ausstatten. Der ist jetzt schon hinten an seiner kritischen Stelle. Dort hat er öfters mal Signalprobleme. Das heißt, das dauerhafte Blau fängt an zu blinken. Und wir sehen jetzt, hier ist es noch stabil. Aber er erkennt sehr wahrscheinlich jetzt durch die Vision Fans den Abstand. Ja, da hat er sich ein- bis zweimal festgefahren.
Und jetzt schauen wir mal, was er hier macht. Ich werde natürlich auch die Verbesserung erst die nächsten Tage bzw. Wochen dann auch sehen oder auch nicht. Und ich mache das nicht gerne, dass ich dann vorschnell mir ein Urteil bilde, sondern man sollte sich das einigermaßen gut und auch lange anschauen. Ja, ich denke aber so, mit dem ersten fährt er einfach ein bisschen feiner hier seine Ecken ab. Es ist auch immer wieder wichtig zu erkennen oder auch wichtig, dass man erkennt, dass es hier mitunter dann auch am Satellitensignal hängt. Also es steht und fällt alles mit dem Satellitensignal, was ein Zuschauer auch schon mal gesagt hat, dass er Probleme hat, wenn schlechtes Wetter ist und diese vier Satelliten nicht ausreichend zur Verfügung stehen, dass es da auch Probleme gibt. Und das kann ich tatsächlich bestätigen. Wir haben ja jetzt ein blinkendes Blau und das heißt, hier hat er Probleme, Satelliten zu finden. Und deswegen errechnet er jetzt dann faktisch gesehen über seine Karte, über die Odometrie. Ja, also er scheint hier noch ein bisschen verwirrt zu sein. Ich gebe ihm jetzt noch seine 1-2 Tage, dass er sich einspielt, werde das beobachten. Aber ansonsten war das kein großes Problem mit der Vision Fence Kamera. Natürlich werde ich hier auch noch einen Test machen, ob er denn tatsächlich die Picknickdecke oder flache Gegenstände erkennt. Wenn das Video online ist, blende ich euch das unten rechts ein. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.